Hey, gestern einen Tagesschau-Beitrag über Covid-24, als ich ein Interview gegeben habe. Jetzt sind die Follower am Reinkommen des Grauens. Es ist so schön, die Solidarität auch. Patienten. Hilfe! Kann ich jemand helfen? Hilfe! Schnell. Hilfe! Hallo! Ja, ihr, kommt schnell. Meine Freund braucht dringend Hilfe. Wir sind morgen um 5 Uhr aufgestanden, nachher der Bauchweh, Kopf weg, direkt auf einen Notfall. Grüß dich. Tag wohl. Seid ihr das erste Mal da? Ja. Dann bräuchte ich einfach mal ein Krankenkassenkärtchen. Und wäre froh, wenn wir das ausfüllen könnten hier. Merci. Und dann noch den Gesundheitsfragenbogen. Voilà. Danke. Okay, ich helfe dir. So, Deli, dann wärt ihr so weit. Ja, aber ich bräuchte jetzt wirklich mal einen Arzt, weil, also... Ja, genau, ich habe ein paar Bilder, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Sie sind von allen guten Geistern verloren. Meine Freund bräuchte dringend Hilfe, sonst stirbt er. Oh ja, das tut mir leid, aber heute ist eben gerade ein bisschen ungünstig mit dem Sterben. Sowieso, wir haben einen super Samen Sunday, oder? Ihr wisst ja, he? Sperma ist das neue Bitcoin. Aber das ist ein Notfall. Ja, die miserable Sperma-Qualität in Westeuropa ist natürlich auch ein Opfer. Oder 27. Corona-Welle. Stell euch mal vor, für so akute Behandlungen haben wir weder Geld noch Personal. Da hinten noch, komm. So ein Zeich, da hinten noch ist ein Arzt. Arzt, ja. Arzt. Tun wir noch dein Herzchen untersuchen? Vielleicht heute in der Mittagspause? Ich habe Blutdruck. Du musst, glaube ich, nicht nur mein Herz untersuchen heute. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Ja, machen Sie gerade eine Anästhesie bei ihm? Es heisst Anamnese. Habe ich gesagt? Wer ist das? Ja, was tut Ihnen weh? Alles tut mir weh. Ja, dann kann es alles sein, Mann. Ja, also ich habe leider noch Patienten, die auf mich warten. Aber Dr. Google übernimmt da. Können Sie gerne anschauen. Das Passwort ist HotDr69, am besten mit Doppel-D. Also, und Sie müssen rausgehen. Covid-24 Besuchsverbot. Nein. Und? Also, laut Google habe ich entweder Krebs oder Very Long Covid. Very Long Covid! Hören Sie, glauben Sie doch nicht alles, was Bill Gates seine Schöfli im Internet erzählt. Ist der nicht schon lange tot? Tot? Wie der Michael Jackson tot ist? Hören Sie mal. Jetzt müssen wir sie mal behandeln. Also, ich spüre starke Strahlung, der muss weg. Jetzt noch da. Die Augen zu, bitte. Ich spüre negative Aura, ja, im Bauchbereich. Ja, mein Bauch platzt jetzt auch gerade. Was willst du? Super, sagen Sie das. Dann da nehmen Sie meinen Energiestein, drücken Sie da auf den Bauch. Und sonst bei Notfall nehmen Sie das. Kopf. Oh. Oh. Und? Ich sehe, es stehen grosse Veränderungen im Bereich Gesundheit an. Negative Energien. Die kann ich nicht fragen, die unterbezahlte Pfleger. Was sagt Google? Also entweder Krebs. Krebs! Ich hab's gewusst, ja. Wir müssen das ausoperieren, bevor sich Metab... Bevor sich eine Metapher bildet. Metastase. Ah, oh, raus! Raus! Tja. Pickis. Ja, Chef?
Ich meine, Dr. Yusufsson. Ja. Pfleger Pickis, ja. Verschieben Sie den Patienten in die Intensivstation. Ja, klar, das kann ich machen. Jetzt, wir haben einfach kein Intensivbett mehr. Pickis, es ist mir egal, was Sie machen. Verlegen Sie ihn einfach. Also, dann tue ich ihn aber verlege auf die Abspritzstation. Ja, von mir aus. Patient. Ah, okay. Sie können Sie gerade mitkommen. Schweizer! Danke vielmals. Du gibst mir immer das, was ich brauche. Nur noch beruflich. Privat ist vorbei. Ich liebe einen anderen. Oh, da rein, der Herzmann. Hey, aber also, ich weiß nicht, aber ich glaube, das muss wieder rein. Das muss ich nicht. Fenster sofort! Ja, Mann! Danke, hä? Ich spüre jetzt so eine positive Energie. Der geilste Sieg auf der Welt, Mann! Wir müssen renovieren! Reanimieren, mein Gott. Also, look, ich habe das Tutorial. Oh, ich habe einen Notfall im Notfall. Aber wenigstens sind wir jetzt allein, Schatz. Ja, aber schau, also ganz ehrlich, ich spüre es nicht mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Was? Ja. Ich habe schon gemerkt, dass dir das gleiche ist wie vor 2 Minuten. Okay, fuck. Lassen Sie mich.
Wieso können Sie das? Habe ich in Tschechien Chirurgie studiert, aber wird es in Ihrem Spitzenmedizinland nicht anerkannt. Mega schön. Herr Marco, sind Sie wieder bei uns? Schön. Vodka. Kebab. Kokain. Sie haben einen Kater. Nehmen Sie ein bisschen Bouillon. Und Schmerztablette und Sie sind wieder gut. Willkommen zurück. Klassischer Abend an der Langstraße. Ah, merci vielmals, dass ihr meinem Freund das Leben gerettet habt. Mach nur meinen Job. Merci. Ich muss reden. Es ist fertig mit uns. Ich liebe einen anderen.